Wir sind wieder am Stand von Wikifolio auf der Invest 2018 in Stuttgart und bei mir ist jetzt Trader Stefan Waldhauser. Sie betreuen das Wikifolio STB Börse. Sie haben gesagt, das sind Ihre Initialen, aber Sie setzen vor allem auf Hightech Stock Picking. Was genau habe ich mir darunter vorzustellen? Ja, ich bin eigentlich kein Trader, sondern Investor. Komme aus der Softwarebranche und im Endeffekt investiere ich jetzt in Technologiewerte. Und deswegen Hightech Stock Picking, der Name des Wikifolios. Welche Werte liegen aktuell in Ihrem Wikifolio? Das sind einerseits ganz große Werte, Facebook, trotz der aktuellen Krise, ja, das ist eine längere Geschichte, Alphabet und Microsoft, aber vor allen Dingen Tech-Werte aus der zweiten Reihe, die man im deutschsprachigen Raum vielleicht gar nicht so kennt, aber die trotzdem alle eine Milliardenkapitalisierung haben. Sie haben Facebook angesprochen, das ist nach wie vor bei Ihnen im Portfolio drin? Ja, absolut. Und wir haben uns das natürlich genau angeschaut, was da passiert ist. Ich meine, die Massenmedien fahren ja regelrechte Kampagne gegen Facebook. Da sind viele Fehler gemacht worden. Aber im Endeffekt wird sich die Öffentlichkeit nicht von Facebook abwenden. Viele Leute machen auch den Fehler und verwechseln die Facebook-Plattform, also die Facebook-Seite mit dem Facebook-Konzern, von dem man Aktien besitzt. Und das ist natürlich nicht das Gleiche. Nach allem, was wir jetzt in den vergangenen Tagen gehört haben, eben um nochmal bei Facebook zu bleiben, ist das die ganze Geschichte vielleicht am Ende auch eine Gefahr für das gesamte Silicon Valley? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich denke noch nicht mal, dass es eine Gefahr für den Facebook-Konzern ist. Ich denke, dass es da jetzt zu Regulatorien kommen wird und auch kommen muss. Aber ich denke nicht, dass sich da großartig was ändern wird. Spätestens bei den nächsten Quartalszahlen wird es ganz anders aussehen, glauben Sie es mir. Sie sagen, Wikifolio ist Ihr Hobby, hauptberuflich beschäftigen Sie sich aber auch mit Finanzen. Ich bin mittlerweile Fulltime-Investor, ja. Ich war ein Softwareunternehmer, hat mein eigenes Unternehmen lange Jahre gehabt, dann in Silicon Valley verkauft, dadurch viel im Silicon Valley gewesen, auch die letzten Jahre noch in dem Unternehmen mitgearbeitet, an das ich verkauft habe. Da bin ich jetzt komplett draußen und seit einem Jahr nun Fulltime-Investor, habe auch einen eigenen Investmentfonds mit initiiert. Gerade ganz aktuell und eben das Wikifolio. Wikifolio-Trader Stefan Waldhauser hier auf der Invest 2018 in Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.